in Berlin. Die SPD hat ja heute eindeutig verkündet, dass sie eine Abkehr vom Hartz-IV-System will. Andrea Nahles hat vorhin eine Pressekonferenz dazu abgehalten, hat ganz klar gesagt, dass die SPD sich davon lösen will und ganz klare, deutliche Akzente setzen will im Hinblick auf mehr soziale Gestaltung unseres Gemeinwesens. Das ist die SPD. Also das wird dann im Laufe dieser Woche im Koalitionsausschuss eine Rolle spielen. Und das haben zwei andere Parteien mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, nämlich die Grünen und die Linke. Wir wollen jetzt zunächst mal hören, was Bernd Rixinger, der Vorsitzende der Linken, dazu zu sagen hatte. Was die SPD jetzt am Wochenende vorgelegt hat, ist in einigen Punkten ein wirklicher Paradigmenwechsel. Wir müssen anerkennen, dass es in die richtige Richtung geht, nicht in allen Punkten, aber in einigen Punkten erhebliche Verbesserungen da wären zur bisherigen Politik, insbesondere 12 Euro Mindestlohn, die Einführung einer Kindergrundsicherung, die Erweiterung der Tarifverträge oder der Geltungsbereiche der Tarifverträge, die Grundrente, Tariftreuegesetz, dass man Betriebe, die Plattformen nur sind, als Betriebe im betriebsverfassungsrechtlichen Sinn definieren will. All das sind Fortschritte drin, wo man sagen muss, dass die SPD durchaus Teile des Programms der Linken übernommen hat. Natürlich kritisieren wir, dass es nicht weit genug geht. Die Erwartung wäre vielleicht aber auch zu hoch gegriffen, dass sie alles von uns abschreiben würde und nicht nur einige zentrale Punkte. Trotzdem würde das tatsächlich umgesetzt, wäre es eine Verbesserung für viele Menschen in unserem Lande. Ob das aber glaubwürdig ist, das ist die andere Frage. Das heißt, wie will die SPD das umsetzen? Also es wird wohl eher zu vermuten sein, dass sie kalkulierbare Konflikte mit der Großen Koalition eingeht, also in der Großen Koalition eingeht, wo sie deutlich macht, hier haben wir ein eigenes Profil als SPD und das geht mit der CDU nicht zu machen. Das kann man in irgendeiner Form verstehen, dass die SPD hier wieder ein eigenes politisches Profil braucht, was sie stärker unterscheidet von der CDU. Aber ernst gemeint, wenn die Vorschläge ernst gemeint sind, muss es quasi wirklich zu einer Koalitionsfrage machen und muss die CDU unter Druck setzen, auch Teile davon umzusetzen. Und wenn man feststellt, es geht mit der CDU nicht und es wird mit der CDU nicht gehen, muss man diese Koalition verlassen und eigene Mehrheiten vorschlagen. Der dritte Punkt, der die Ernsthaftigkeit im gewissen Sinn in Frage stellt, ist die Finanzierung. Man kann natürlich viele Sozialstaatsvorschläge machen, man muss aber auch Vorschläge zur Finanzierung machen. Das ist unterblieben. Heute hat der Generalsekretär wohl jetzt etwas nachgelegt und gesagt, sie überlegen sich auch die Frage, höhere Spitzensteuersätze einzuführen und die Vermögenssteuer zu erhöhen, die es aber gar nicht gibt. Also die Einführung wieder einer Vermögenssteuer wäre ja schon ein enormer Fortschritt. Das würde in die richtige Richtung gehen. Auch da würden Teile des linken Programms abgeschrieben. Aber das wird quasi der Casus Knaxus sein. Wenn du dauerhaft Grundrente und ähnliche Dinge finanzieren willst, musst du Reiche und Vermögende stärker besteuern und eine Vermögensteuer einführen. Das ist das A und O. Wir laden die SPD dazu ein, mit uns die Frage der Reform des Sozialstaates zu diskutieren, aber auch mit anderen Akteuren. Es wäre jetzt fällig, eine breite gesellschaftliche Debatte zu führen mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit Initiativen der zivilgesellschaftlichen Organisation, um auch zu überlegen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und vor allen Dingen, wie kann man die jetzt gegenüber der Großen Koalition durchsetzen. Es braucht praktisch einen gesellschaftlichen Aufbruch für ein höheres Maß an Sozialstaatlichkeit. Das wäre, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wo man dann auch tatsächlich sieht, hier werden andere politische und gesellschaftliche Mehrheiten vorbereitet. Ich möchte im Einzelnen auf die Vorschläge der SPD eingehen. Was wirklich nicht zutrifft, ist, dass die SPD mit diesem Konzept aus Hartz IV aussteigt. Also dort würde ich mal die Hauptkritik formulieren. Es ist zwar länger richtig,
längeres Arbeitslosengeld 1 zu gewähren oder Arbeitslosengeld 1 länger zu gewähren, auch für Ältere oder auch für Leute, die eine Qualifizierung machen. Auch die Vorschläge greifen hier zu kurz, aber dass man die Hartz-IV-Beträge überhaupt nicht erhöhen will, ist weder ein Ausstieg noch eine erhebliche Verbesserung. Natürlich fallen dann trotzdem Leute in die Grundsicherung und die Grundsicherung muss sofort, das fordern ja auch alle Sozialverbände, auf 580 Euro erhöht werden. Das Zweite ist, dass die Bedarfsgemeinschaften nicht angegangen werden. Von daher bleibt Hartz IV für viele Leute Armut per Gesetz. Und das Dritte, was wir wirklich verwerflich finden, ist, dass die Sanktionen nicht grundsätzlich angegangen werden. Die SPD will zwar einige Sanktionen entschärfen, und zwar genau die sie für Jüngere, die sie selber eingeführt hat. Das ist natürlich richtig, aber dass man die Sanktionen bestehen lässt, ist völlig falsch. Also man will quasi, die Sanktionen greifen ja auch nur, wenn sie verbunden sind mit Kürzungen bei den Hartz-IV-Bezügen. Und das würde heißen, dass man wieder unter das Existenzminimum geht und das ist einfach der falsche Weg. Die 12 Euro Mindestlohn sind überfällig. Was ein bisschen zaghaft ist bei der SPD, dass sie das in Schritten machen will, wo doch nach Auskunft der Bundesregierung, in der die SPD sitzt, 12,63 Euro notwendig wären, um bei 45 Jahre Arbeit in Vollzeit über die Grundsicherung zu kommen bei der Rente. Das wären dann etwas über 800 Euro. Wenn man also wirklich eine Rente haben will, die armutsfest ist, muss man eigentlich einen Mindestlohn machen von 12,63 Euro. Das heißt, man müsste sofort auf 12 Euro gehen, um dann in einem Stufenplan auf 13 Euro zu kommen, um überhaupt die eigenen Ansprüche abzudecken. Was vollkommen richtig diagnostiziert wird bei der SPD, ist, dass die Tarifverträge für immer weniger Leute gelten. Und deswegen schlägt sie ja vor, das Vetorecht der Arbeitgeber abzuschaffen. Das wäre ein Riesenfortschritt. Es ist nicht so weitgehend wie bei uns, wo wir sagen, es muss ausreichend sein, dass eine Gewerkschaft die Allgemeinverbindlichkeit beantragt und dann müsste es gelten. Aber es wäre trotzdem ein erheblicher Fortschritt und wir brauchen dringend allgemeinverbindliche Tarifverträge. Wir haben im Handel eine ganz große Branche, die sowieso nicht gut verdient, haben wir gerade noch 30% der Beschäftigten im Tarifvertrag. Der Tarifvertrag wird in Kürze zusammenbrechen. Wir sehen, dass gerade Kaufhof rausgeht. Wir haben ganze Landschaften wie in der Pflege, wo wir dringend allgemeinverbindliche Tarifverträge brauchen, um sowas wie einen Pflegemindestlohn überhaupt durchsetzen zu können und realisieren zu können. Also dort müsste dieser Schritt etwas beherzter gegangen werden. Auch, dass man sagt, das führt man ins Tariftreuegesetz ein, dass da mindestens 12 Euro bezahlt wird, begrüßen wir. Wir verstehen jetzt nicht ganz, warum die SPD in Thüringen nur 10,47 Euro haben will dort. Und es wäre ja der richtige Weg, jetzt praktisch über die Länderregierungen sofort die Tariftreuegesetze entsprechend zu gestalten. Und überall, wo die SPD in der Regierung sitzt, kann sie es machen. Ja, also können Sie sofort Tariftreuegesetze verabschieden mit 12 Euro Mindestlohn. Dort, wo die Linke drin ist, würden wir das natürlich sofort mitmachen.